Hallo Rulords und Freunde, willkommen zu Teil 2 unseres WG-Let's Plays. Plü und Mima im Fernsehzimmer am Quatschen. Oh, und Batze ist aufgewacht. Und Batze trainiert seinen Kochskill ein bisschen. Was macht er denn? Oh, bitte nicht auch wieder Ohrenschmalzsalat. Ey, das gibt's ja nicht. Jeder packt da seinen Ohrenschmalz in den Salat. Lala hat ja eben einen gemacht und stehen lassen, hat dann zugeguckt, wie Mima ihren Ohrenschmalzsalat gefressen hat. Ob Batzel das jetzt auch macht? Wie riecht denn mein Ohrenschmalzsalat? Oh, noch nicht gut genug. Ich noch eine zweite Ladung rein. Meine Güte. Also, mal sehen, ob der das selber isst. Oder ob er es auch stehen lässt für irgendjemand anders. Das gibt's doch nicht. Der lässt es auch stehen. Was für eine Bazille. Mal sehen, wer das jetzt ist. Sag nicht Mima, ist das. Aresi. Gott, diese scheiß Namen. Ich kann es mir einfach nicht merken, wer ist. Nein! Tatsächlich! Das ist ja unglaublich. Was sind denn das hier für Leute? Was ist denn los mit euch? Also. Ich weiß. So, und Ares ist auch aufgewacht. Sitzt da, quatscht mit Mima. Sehr schön. Und Mima zockt Handygames. Alles klar. Mädchen ihre Handys. So, Aresi hat anscheinend nicht wirklich Lust, diesen komischen Ohrenschmalzsalat von Batze zu essen. Also jetzt hat schon Lala Ohrenschmalzsalat gemacht und hat ihn jemand anders essen lassen. Und Batzel auch. Scheint so ein kleiner Running Gag zu sein. Ihr seid ja echt lustige Leute. Was macht Batzel denn jetzt? Auch ein Batzel ist schön Joghurt. Ja, ja, den Ohrenschmalzsalat kann man jemand anders essen. Mann, Batzel. Naja, genauso schlimm wie Lala, die hat es ja auch nicht anders gemacht. So, Plü ist wach und macht. Wenn er gegen rum will lesen. Bauer ohne Frau will er lesen. Vielleicht das richtige Buch für einen Comedian. Ach Gott, diese Rechnung. Hier, wir müssen, also ich denke, wenn sie heute alle nach Hause kommen und brav gearbeitet haben, haben wir genug Geld, um die Rechnung zu bezahlen. Da geht niemand zur Arbeit. Unsere jungen Künstlerin. Ist aber karrieremäßig, also ist da noch nicht viel bei Mima. Palettenreinigerin. Ja, Tagesaufgabe Gemälde anfertigen. Sie hat bis jetzt noch keine Lust gehabt, selber zu malen. Wir müssen sie dann wohl mal darauf hinweisen, dass sie bitte mal malen soll. Plü geht auch zur Arbeit. Plü verschwindet auch zur Arbeit. Sie werden ja alle nur noch unsichtbar. Oh, und Batzel geht eine Runde Schach spielen. Na schön, tut was für seine Bildung. Macht Aare. Aare guckt sich die Töpfe und Pfannen an. Ja, ganz interessant. Wofür könnte man die wohl gebrauchen? Man weiß es nicht. Da draußen sind die Jogger unterwegs. Immer noch. Die fangen ja schon zu unglaublichen Zeiten an, morgens zu joggen hier. Also ich meine, jetzt schon spät, aber die ersten Jogger, die sieht man schon irgendwie, weiß ich nicht, zwischen 5 und 6 Uhr morgens. Oh nein, jetzt stellt es auch das Wasser ab. Nein! 24 Stunden, wir müssen die Rechnung gleich stellen. Bis jetzt haben sie so den Strom abgedreht. Ich war schon glücklich. Auch Wasser haben wir immer noch, macht ja nichts. Weil also ohne Strom können sie ja weiterleben. Also es kommt ja nach wie vor Zeugs aus dem Kühlschrank, was sie essen können. Aber ohne Wasser, in 24 Stunden drehen sie auch das Wasser ab. Dann wird's kritisch. Aber in 24 Stunden haben wir auch genug Geld, um die Rechnung zu bezahlen. Ja, und dann müssen wir unserer Künstlerin Mima mal dringend sagen, sie soll anfangen, Sachen zu malen. Batze ist auch zur Arbeit gegangen, sehr schön. Also noch 24 Stunden, dann drehen sie auch das Wasser ab. Obwohl, vielleicht lassen wir die Frist aber verstreichen, gucken da mal, was die Sims machen, wenn sie auch kein Wasser mehr haben. Dann können sie ja nicht mehr duschen, so. Ach je. Nee, also die Rechnung bezahlen wir gleich. Ist ja kein Zustand, so. Meine Güte. Ja, haben unsere jungen Hausbesitzer hier wohl etwas unterschätzt, ne? Ist doch teuer, so eine Villa. Laufen Kosten für 6 Leute. Aresi pennt in ihrem Bettchen, wo sie hingehört. Lala schläft im falschen Bett. Warum machst du das, Lala? Also mit dieser Nummer mit Betten zuweisen und so.
Und ich muss jetzt nicht jede Nacht sagen, wo sie schlafen sollen. Lala, hier oben ist dein Bett. Wenn du schlafen willst, dann schlaf da. Dankeschön. Mal sehen, ob sie das dann jetzt auch macht. Achso, vielleicht sollte ich mal die Pause ausstellen. Ja, Lala geht in ihr Bett. Alles cool. Schön, ansonsten Aresi pennt auch, Ares ist noch da, die anderen sind alle bei der Arbeit. Schaffen uns Geld dran, dass wir die Rechnung bezahlen können. Gott, jetzt, also erst stellen sie einem den Strom ab und dann auch das Wasser. Na gut. Lala schläft. Ares spielt Schach, ist glücklich und geht gleich zur Arbeit. Ares ist auch, meine ich, schon befördert worden, oder? Ein Modulreiniger. Und durch Schachspiel hat er auch schon die Voraussetzungen hier erreicht, um befördert zu werden. Level 2 der Logikfähigkeit. Sehr gut, Ares, sehr gut. Oh, was ist denn hier nebenan noch am Spielplatz los? Noch nicht viel, da joggt nur einer rum. Na gut. Ein schöner Vormittag, Donnerstag, 11.30 Uhr. Alles schön. Oh, da fährt die Straßenbahn. Oh, guck mal, da sogar mit Funken sprühen. Habe ich noch gar nicht gesehen. Hübsche Details hier in die Sims 4. Kann man nicht anders sagen. Auch wenn es noch einige Baustellen gibt, der Teil hat ja einiges an Kritik einstecken müssen. Auch nicht zu Unrecht, wie ich finde, teilweise. Aber die Details, da haben die Designer, Grafikdesigner wirklich hübsche Sachen gemacht. Kann ich anders sagen. Okay, Ara duscht nochmal schnell vor der Arbeit, das ist gut. Aresi ist aufgewacht und geht ein Buch lesen. Problemscheune. Okay, ob das Frauenliteratur ist? Achso, worum geht's denn im Buch? Kann man da nachgucken. Problemscheune. Oh, ein Krimi. Achso, cool. Von Jim Scuttleson. Aresi liest also gerne Krimis. Und Ara ist auf dem Weg zur Arbeit. Sehr gut. Wunderbar. Ja, dann haben wir haben bald genug Geld, um die Rechnung zu bezahlen. Also vielleicht drehen sie uns das Wasser noch kurz ab, aber das wird nicht lange sein. Alles wird gut. Und da verschwindet Ara zur Arbeit. Sehr hübsche Nachbarschaft hier. Oh, hier fliegen die Bienen rum. Habt ihr gesehen? Da war eben eine kleine Biene. Schön. Lala pennt noch und Aresi liest das Buch. Ein schöner Vormittag. Wie ist das mit den Arbeitszeiten von Aresi nochmal? Ach ja, Gott, die Arme. Schlimme Arbeitszeiten, 16 bis 1 Uhr morgens. Hände waschen. Oh, sie denkt an Ara, wie süß. Die mögen sich. Ja, was machst du nun? Weiterlesen oder weglegen? Weglegen. Sehr schön ordentlich. Ja, also später wird die Villa mal wirklich schön aussehen. Wir machen die ganz edel hier. Mit schönen alten Möbeln auch und so. Hier unsere Bibliothek. Die bis jetzt nur aus einem Bücherregal besteht, aber mehr kriegen sie eben nicht. Ah, Aresi räumt auf. Sehr schön. Aresi ist ordentlich. Gut. Hier geht sie gerade durch unser zukünftiges Speisezimmer. Wo aber halt auch noch nichts drin ist, müssen sich alles erst verdienen. Und sie räumt sogar noch weiter auf. Sehr gut. Ach, schön. Nein, sie räumt nicht mehr auf. Sie will lesen. Nein, doch nicht. Sie weiß es nicht. Was hat sie denn da in der Hand? Wie heißt das Buch? Ich lese, wie das Buch heißt. Stopp! Das erste Einhorn. Ach, das erste Einhorn. Ich will das erste Nashorn. Blöde Einhörner heutzutage überall. Ich will Nashörner. Gepanzerte Nashörner. Mit Railguns. Yeah. Oder so, keine Ahnung. Oder Gatlings. Oh, Lala ist wach. Lala ist nicht gut drauf.
Hitzkopf. Ja, Lala, hier, also wenn die sauer ist, da geht man besser in Deckung. Im Moment ist sie aber nur unwohl. Oh nein, sie ist ja böse gesehen. Oh, hoffentlich kriegt Aresi das nicht ab. Aresi ist so nett. Wir werden sehen, was passiert. Was hat sie denn vor zu essen? Joghurt. Okay, schön. Lala achtet auf ihre Figur. Als Sportlerin sollte sie das auch tun. Oh Mann, die Küche ist ja so im Eimer. Ja, ihr gefällt es auch nicht. Und jetzt erstmal was essen. In der düsteren Küche. Die ist sowieso düster, selbst wenn die beiden Lampen da funktionieren. Wir haben zwei Lampen hier in der Küche. Da ist die andere. Aber ohne, also so ganz dunkel ist wirklich noch schlimmer. Oh, Lala hat Schmerzen. Ja, es liegt an den unbequemen Betten. Ich habe ihnen auch nur die billigsten Doppelbetten gekauft, die es da gibt. Und die, also die, da fühlt man sich dann nicht gut, wenn man in denen geschlafen hat. Aresi ist pennen gegangen, Aresi ist fertig. Ah nee, macht nur ein Nickerchen. Oh, sie sieht so knuffig aus, wenn sie schläft. Die Sims sehen sowieso meistens total süß aus, wenn sie schlafen. So mit geschlossenen Augen. Ja. Ich finde, du hast so keinen Albtraum. Sehr schön. Oh, Yipsi. Seht euch das an. Lala macht sauber. Das ist aber nett. Aresi muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Ach, hält noch mal ein kurzes Nickerchen vor der Arbeit. Okay. Und Lala macht sauber. Das ist aber nett. Dankeschön, Lala. Und da ist es schön sauber. Das hast du gut gemacht, junge Frau. Vielen Dank. Sie wischt noch ein bisschen weiter. Jetzt ist es sauber. Alles gut. Oh, sie denkt an Musik. Sie wird gerne Musik hören. Ja, wir haben noch keine Stereoanlage. Nicht mal die kleine. Gar nichts. Können wir uns im Moment nicht leisten. Wir müssen erstmal die Rechnung bezahlen. Sonst stellt uns auch das Wasser ab. Ohne Strom geht ja noch. Aber ohne Wasser wird es schlimm. Lala muss er. Oh, ach so, sie betätigt die Spülung. Erstmal. Wer hat denn da nicht abgespült? Oh, jetzt sind nur noch wütend. Jetzt geht man dann besser in Deckung. Hoffentlich, was können Sims hier in Teil 4 machen, wenn sie sauer sind? Hoffentlich macht sie nichts kaputt oder so. Das ist ja eh schon alles kaputt. Sag ich, ist egal. Ach, Entschuldigung. Oh, da fliegen die Fliegen um das Klo schon rum. Ach du Scheiße, die geht das weg, wenn man schon. Oh nein, es wird gar nicht mehr besser. Wer hat denn die Tablette? Ich meine, die Toilette da so zerschissen. War das jetzt Lala? Mein Gott, Lala, was hast du denn da abgeseilt? Oh Mann, Lala ist sauer. Was macht sie? Oh, Lala geht ja die Mülltonnen umtreten. Ja, das ist ja nett. Ach je. Ich habe, weil hier so ein großer Haushalt ist, dachte ich mal, ich stelle mal draußen 3 Tonnen hin. Und da muss jetzt anscheinend eine von dran glauben. Oh, eine liegt sowieso schon. Eine hat Batzel umgekickt. Was ist denn hier gewachsen? Wer hat da was gepflanzt? Eine Müllpflanze. Oh, die ist, Batzel hat hier Müll gemacht. Die musste aus dem Müll gewachsen sein. Das ist ja ein Ding. Wir haben eine Müllpflanze. Ja, toll. Da ist die 2. Tonne hingegangen. Was macht sie jetzt? Aufräumen. Okay. Ja, wir haben eine Müllpflanze. Fein. Was macht die denn so, die Müllpflanze? Gibt permanenten Gestank ab. Fliegen lieben sie. Das ist ja super. Macht ihr irgendwas Sinnvolles für uns? Alles ernten. Was wächst denn auf einer Müllpflanze? Noch mehr Müll wahrscheinlich bewässern. Ich wäre also hier für Gartenarbeit, so denke ich, wäre Aresi so ein bisschen zuständig. Als Köchin, Kräuter züchten vielleicht und sowas. Zum Essen. Also Früchte, Obst und so auch. Vielleicht lassen wir Aresi sich um diese Pflanze kümmern. Ich weiß nicht so genau, wozu so gut sein soll. Also was für Früchte trägt eine Müllpflanze? Müllfrüchte? Wir werden sehen. Also auf jeden Fall haben wir jetzt eine Müllpflanze. Das ist ja lustig. Sehr schön. So, Lala geht's gut. Lala ist glücklich, ich würde gerne Musik hören. Wir haben aber noch keine Anlage. Ich weiß, Lala, es tut mir leid. Wir kaufen bald eine. Jetzt will sie Mikrowelle sauber machen. Na, soll sie machen. Oder auch nicht mehr. Oh, Plüs von der Arbeit zurück, hat Geld verdient, so ist nett, Plü. Sehr gut, Plü. Sehr gut. Lala räumt ein bisschen auf, das ist auch nett. Schön.
Und Mima ist auch zu Hause, total fertig und müde. Mima hat auch Geld verdient. Ja, und sie ist ziemlich am Ende. Wie geht's Plü? Oh, auch nicht so wirklich. Plü geht was lesen. Die Vielfraß spielen. Und Mima ist leicht verpeilt, steht da in der Ecke rum. Und geht pennen. Ja, oh, guck mal, wie sie geht. Ja, dann geh mal schlafen. So, Lala ist nicht mehr wütend, sondern es geht ihr nur noch schlecht. Noch eine Mülltonne, muss dann wohl nicht dran glauben. Lala tritt also gerne Mülltonnen um, wenn sie aggro ist. Na, wunderbar. Ja, Ebenor. Oh Mann, im Kaffee, der Kaffee stinkt auch schon. Ja, also langsam geht der Haushalt hier wirklich vor die Hunde. Die Ruder sind genauso chaotisch wie im Real Life. Denke ich. Na, geht erstmal und duschen. Plü liest ein Buch. Mima pennt schon. Oh, macht ein Nickerchen. Oh, wie putzig der aussieht. Oh ne, Lala duscht und Lala macht sauber und das ist noch nicht mal ihr Badezimmer. Oh, das ist aber nett. Das finde ich schön. Eben hat sie noch eine Mülltonne umgetreten, jetzt macht sie eine Dusche sauber. Also Lala hat extreme Stimmungsschwankungen. Ich glaube, im Real Life ist Lala auch sehr facettenreich, was Stimmung angeht. Sehr schön, Lala macht also die Dusche sauber. Wunderbar. Das ist ja nett. Plü liest und Mima pennt. Sehr schön, Lala. Danke fürs Saubermachen. Und jetzt macht sie erstmal Salat. Oh, mal gucken, ob sie wieder so eine Popelsalatfalle baut. So eine Ohrenschmalz-Salatfalle. Wir werden sehen. Was hast du vor, junge Frau? Wieder Ohrenschmalz in den Salat mischen? Mission impossible. Mal schauen, das sehen wir uns an. Oh Gott, das ist am Ende. Ja, dann leg mal los. Kein Bock, den scheiß Salat zu machen. Hm, wie ging das nochmal? Ich brauche... Was brauche ich dafür? Batze ist wieder da. Oh, Batze hat gut Geld verdient. Batze verdient, glaube ich, im Moment am meisten. Da, 342 Simoleons. Die Rechnung können wir bald bezahlen. Alles gut. Also Lala also hat keinen Bock. Ah, jetzt fällt mir wieder ein. Jetzt weiß ich wieder, wie man... Ja, mit ordentlichem Messer. Wahrscheinlich schneiden sie sich wieder. Ja, ich habe keine Lust mehr. Ja, nö. Oh, die Unterlippe ist schon wieder am Zittern. Das geht ihr wirklich nicht gut. Komm, mach den Salat. Iss den mal, dann wird's dir... Aua. Shit. Ja, das hat weh. Wenn den Salat isst, wird's dir besser gehen. Tu bitte... Nein, jetzt geht das. Ah, sie tut wieder Ohrenschmalz rein. Ach Gott. Ja, für das besondere Lala-Direkt-Aroma. Oh, sie hat eher Hunger auf Sandwiches, aber... Ja. Na, lecker mit... Nee, noch nicht genug Ohrenschmalz. Noch eine Ladung rein. Hm. Ja. Mal sehen, ob es denn diesmal selber ist oder wieder für irgendwen stehen lässt. Lala, Level 3 der Kochfähigkeiten. Tut immer nur Ohrenschmalz rein. Das scheint ja eine besondere Delikatesse zu sein. Diesmal ist es selber. Yeah. Aber wahrscheinlich denkt sich, Mima hat es auch gegessen. Scheint ihr geschmeckt zu haben. Dann esse ich das jetzt auch mal. Den ersten hat sie ja als Falle gemacht für Mima. Tja, sie isst jetzt ihren eigenen Ohrenschmalzsalat. Wohl bekommst. Na gut. Dann verabschieden wir uns mit diesen Bildern und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dahin, macht's gut und wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, macht das Richtige. So mache ich das nämlich auch immer. Tschüss.